alle Mann einsteigen, obwohl, nee, es sind ja Streiks. Habe ich komplett vergessen. Herzlich willkommen zu Thema am heutigen Donnerstag. Und ja, es ist eines dieser Themen, wo man eigentlich eher ungerne darüber reden will. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit eurem Webcam-Programm los ist. Anscheinend spinnt heute die Technik komplett. Weiß ich auch nicht. Ist ja manchmal Standard. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und heute, da will anscheinend nicht nur meine Technik streiken. Nein, die Lokführer streiken auch schon seit Dienstagnachmittag. Nämlich geht im Güterverkehr nichts und seit dem Mittwochnachmittag geht auch im Personenverkehr nichts. Die GDL hat wieder zu Streiks aufgerufen und das geradewegs auch nicht zu, ja, zu einer schönen Sache. Denn insgesamt soll der Personenverkehr noch bis zum heutigen Donnerstagabend 21 Uhr andauern, also insgesamt 43 Stunden. Der Güterverkehr ist etwas länger betroffen und zwar nämlich die ganzen noch ein bisschen mehr und zwar nämlich bis Montag, bis Freitagmorgen 9 Uhr. Nach Angaben der Bahnsprecherin ist das im Osten, hat das nämlich im Osten Deutschlands nämlich mehr Auswirkungen als natürlich hier im Westen, der westlichen Teil der Bundesrepublik. Das Ganze geht schon zum siebten Mal in diese Runde. Die GDL will nicht aufhören zu streiken und das ist natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen langsam geht das einigen so dermaßen auf den Sack, kann man ehrlich so wortwörtlich sagen. Und das nur innerhalb weniger Monate, dass die GDL wieder zu Streiks aufruft. Ein letzter Streik hätte es Anfang des Jahres geben können, wurde aber dann durch die Deutsche Bahn oder hat natürlich die GDL dann gesagt, okay, wir streiken dann nicht, dann lassen wir es so laufen, dann ist es nicht. 30% der sonst noch üblichen Züge werden im Moment eingesetzt, so die Bahn. Im Nahverkehr, so auch bei den S-Bahnen, läuft es natürlich dementsprechend je nach Region 15 bis 20, 15 bis 60%, also fast komplett läuft es oder fast auch nicht. So ungefähr kann man das Ganze natürlich sagen. Beim Regional- und S-Bahnverkehr gestern ist es beispielsweise so, dass in Hamburg und Berlin die meisten Linien normal im 20-Minuten-Takt gefahren sind. In München im stündlichen Takt, so auch in Nürnberg, in Köln und Essen fielen laut der Internetseite der Deutschen Bahn 70% der Regional- und S-Bahnen aus. Also dort war wenigstens dann im Westen Deutschlands der Regionalverkehr am meisten betroffen. So kann man das ungefähr sagen. Aber warum wird gestreikt? Ganz einfach, die GDL, die Gewerkschaft der deutschen Lokführer abgekürzt, will eine Menge Geld haben. Und zwar nämlich will sie nämlich nicht nur eine Menge Geld, mehr Geld will sie nicht nur haben, sondern man will auch nämlich was ganz Besonderes. Man möchte nämlich auch, dass es eigene Tarifverträge für die, nicht nur für die Lokführer, sondern auch für die Zugbegleiter und für die Rangierführer gibt. Und das Ganze von ihrem Chef Klaus Weselski. Ja, der will nämlich, so kann man das sagen, hat das nämlich so gesagt, dass die GDL das Ganze natürlich so machen soll. Und das wird auch natürlich so sein. Und dies strebt aber auch die größere EVG an. Und das ist auch eine Gewerkschaft, die etwas mehr Macht hat als natürlich die GDL. Und die Bahn will wiederum dort die unterschiedlichen Abschlüsse für dieselbe Berufsgruppe auch vermeiden. Und dort fühlt sich natürlich die GDL am meisten unter Druck. Denn durch die ganzen Streiks, die man langsam ja, sagen wir mal, Sonnenhals kriegt, gibt es natürlich auch Folgendes, denn die Große Koalition hat nämlich beschlossen, und das wird noch vor der Sommerpause so beschlossen sein und in Kraft treten, nämlich ein Tarifeinheitsgesetz. Das bedeutet, dass die größeren Gewerkschaften, da wo die meisten Mitglieder drin sind, eher an die an den Tisch gehen, um einen neuen Tarifvertrag auszuhandeln für alle Gewerkschaften, also nicht nur für die größte, sondern für alle. Und das würde die und das kotzt der GDL ordentlich an, so auch Klaus Weselski. Und der Plan ist es natürlich, das wahrscheinlich auch zu verhindern, aber wie schon gesagt, es ist natürlich auch ein bisschen schwer, das Ganze irgendwie auch hinzukriegen. Denn wenn es so weitergehen sollte, droht wahrscheinlich bald ein komplett Blackout in Deutschland und das will man natürlich nicht in Sachen Züge. Deswegen wird das Ganze etwas schlimmer laufen. Rund 100 Stunden, so wollte man einst mal streiken, das hat aber ein Gericht dann natürlich verboten, so ungefähr. Im November ist das Ganze dann passiert, dort haben dann. Hat dann die GDL 100 Stunden versucht zu streiken,
Aber dann durch das Gericht, was dann natürlich durch ein Eilverfahren der Deutschen Bahn, ist es dann natürlich so passiert, dass dann ja die von 100 auf 60 Stunden dann reduziert worden sind. Und diese Gespräche, sie laufen schon seit über einem Jahr. Aber was bedeutet das im Nachhinein für uns, für die Bahnfahrer, für die Pendler und für die Kosten der Wirtschaft? Ganz einfach. Das sind ein paar Fakten, die habe ich mal rausgesucht und die habe ich auch natürlich hier zusammengefasst. Unter anderem ist es natürlich so, dass die Bahn, dass die GDL beispielsweise jetzt zum siebten Mal gestreikt hat. Insgesamt würde man das auf eine Länge von 15 Tagen rechnen. Also man könnte sagen, 2 Wochen lang streikt schon die GDL. So ungefähr könnte man das sagen. Ebenfalls, man kann das ungefähr so sagen, letzten Jahr hat nämlich die Pilotenvereinigung Cockpit auch insgesamt 15 Tage gestreikt. Insgesamt würde das so im Durchschnitt zusammen machen, 2,5 Tage pro Monat. Also würde man sagen, 2,5 Tage geht nichts im Monat und dann geht's wieder. So ungefähr könnte man das sagen insgesamt. Für die Wirtschaft ist es natürlich eine sehr hoher Preis, unter anderem natürlich durch den Güterverkehr, der länger bestreikt wird als der Personenverkehr. Unter anderem auch für die Bahn, denn die bisherigen Streiks schätzt man auf Kosten von 166 Millionen Euro. Und wie hoch die Summe dann zu der geförderten Lohnerhöhung ist, weiß man nicht genau. Die Lokführer verlangen ja 5% mehr Lohn, 35 Millionen Euro pro Jahr. Also man zahlt bei der Bahn mehr für die Streiks als für die Lokführer. Also man sollte mal so langsam doch überlegen, ein bisschen nachzugeben, liebe Bahn. Und die Bahn geht es natürlich auch nicht viel mehr ums Geld, sondern auch in Zukunft, wer sie vertritt. So kann man das ungefähr natürlich auch sagen. Halt die Klappe, Handy. Ja, wenn jetzt Handysignal hören sollte, tut mir leid, ich habe vergessen, das Handysignal abzuschalten. Wie viele fahren eigentlich pro Tag mit der Bahn? Ganz einfach, jeden Tag sind 5,5 Millionen Menschen mit der Bahn unterwegs. 2,8 von ihnen sind natürlich davon auf jetzt sitzen jetzt irgendwo fest oder können halt mit der Bahn nicht fahren. Und wenn man zum Thema Ansagevideos Deutsche Bahn, beispielsweise, das habe ich jetzt von heute.de auf YouTube eingibt, kommt man auf 11.400 dazu. Und das ist natürlich auch etwas ganz Besonderes. Ja, ist natürlich so, wie das natürlich sein sollte. Aber was passiert, wenn man in einen Streik reinkommt? Was passiert, wenn man im Bahnhof ist und das hier sieht? Dann muss man sich ja natürlich fragen, kriege ich mein Geld zurück? Gibt es eine Entschädigung dafür oder was weiß ich was? Wie geht das denn an? Wie bekomme ich beispielsweise als Bahnfahrer oder wann bekomme ich eine Entschädigung? Und zwar nämlich dann genau, wenn der Zug mindestens, also wenn man eine Stunde zu spät am Ziel ist, dann muss das verantwortliche Bahnunternehmen 25% nur des Bahnpreises rückerstatten. Also so ungefähr so, als würde man mit einer Bahncard 25 fahren. Ich kenne das. Nein. Und bei 2 Stunden Verspätung ist es schon mehr als die Hälfte. Und der Aufpreis für den ICE-Sprinter wird schon ab 30 Minuten Verspätung schon zurückerstattet. Beim ICE muss man dann natürlich auch denken, eine der schnellsten Züge, die wir hier in Deutschland haben. Schnell, ne, muss man so sagen. Aber wird dann beispielsweise im schlimmsten Falle, wenn der Zug sich überhaupt verspätet und erst recht gar nicht richtig kommt und man steckt fest, dann übernimmt auch sogar die Bahn die Kosten für ein Hotelzimmer und bis zu einer erwarteten Verspätung von 20 Minuten am Zielbahnhof kann der Gast einen anderen Zug nehmen, auch einen höherwertigen. Also sprich, man fährt mit dem IC, kommt aber zu spät, nimmt dann den nächsten, damit man überhaupt am Ort ankommt und dann ist es ein ICE. Trotzdem, man muss nicht mehr zahlen, ganz einfach, die Bahn zahlt dann halt. Wie entschädigt die Bahn den Pendler mit den Zeitkarten? Ja, die Besitzer von Streckenzeitkarten, also von A nach B, erhalten bei Verspätungen von einer Stunde nämlich eine pauschale Entschädigung. Und bei Zeitkarten im Nahverkehr gibt es in der zweiten Klasse 1,50 Entschädigung, im Fernverkehr maximal pauschal 5 €. Und grundsätzlich werden wir auch bei Zeitkarten auch dann dort 25% des Fixpreises, also des festen Preises, den man dann für den Weg bezahlt hat, natürlich erstattet. Die Bahn zahlt aber erst ab einer Bagatellgrenze von 4 €. Ja,
Das ist auch nicht geradewegs viel. Und Bahnkunden mit Zeitkarten im Nahverkehr müssen also mindestens 3 Verspätungen von mindestens 60 Minuten haben. Also sprich 3 Stunden mindestens Verspätung im Gültigkeitszeitraum der Fahrkarte einreichen, um eine Entschädigung zu erhalten. Sprich, man hat ein Ticket für heute bestellt, der Zug kommt 3 Stunden zu spät, dann könnte man eventuellerweise theoretisch gesehen dann das Geld zurückkriegen. So wäre das natürlich möglich. Aber wie ist es beispielsweise, wenn jetzt der Zug gar nicht fährt und man hat trotzdem eine Alternative und sagt, ja, dann lohnt sich's doch nicht, kann man denn noch vom Preis zurücktreten, also von der Reise zurücktreten, wenn mehr als eine Stunde sich eine Verspätung andeutet, also sprich beispielsweise 1,5 Stunden, dann kann der Reisende auf die Fahrt verzichten und sogar den kompletten Fahrpreis zurückverlangen. Also wenn man jetzt beispielsweise fährt, der Zug kommt nach einer Stunde gar nicht und man merkt, okay, bringt nichts, ich bleib zu Hause, dann kann man den vollen Preis zurückverlangen und sagen, ich fahre nicht, ich möchte mein Geld zurück. So ungefähr kann man das sagen und ebenso kann er auch zu einem späteren Zeitpunkt wenn die Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt beginnt, dann auch eine andere Streckenführung wählen. Also sagt, der andere Zug, der braucht 2 Stunden, der andere aber dann vielleicht eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde weniger. Aber dann kann man das auch dann ungefähr so machen. Und wer nicht genau weiß, wie man eine Entschädigung beantragen kann, es gibt eine Beschwerdeformular in den Servicezentren der Deutschen Bahn, gibt es an jedem Bahnhof selbstverständlich, aber natürlich auch im Internet unter www.fahrgastrecherche.info. Dort gibt es dann ein Formular, was dann Reisende entweder beim Begleitpersonal in der Bahn im Zug oder bei den Fahrkartenverkaufsstellen, wie schon gesagt, in den Servicezentren dann auch reinreichen kann. Und wer keine Bestätigung für die Verspätung hat, nur eine Kopie der Fahrkarte einreichen will oder etwa eine Zeitkarte besitzt, muss sich dann auch per Post an das Servicecenter Fahrgastrechte wenden. Entschädigung muss die Bahn auf Wunsch bar auszahlen, ansonsten als Gutschein oder dann normal klassisch mit der Überweisung. Also dort ist natürlich auch alles möglich, aber wie schon gesagt, bis zum heutigen 23. April gilt ja das Ganze nur und deswegen ist, wie schon gesagt, da müssen 2,8 Millionen werden wir auf die gewohnte Verbindung von bis heute Abend 21 Uhr, also bis zum heutigen Donnerstag mit dieser Aufzeichnung, wenn ihr das am Donnerstag selbst schauen solltet, dann natürlich möglich sein. Aber wie schon gesagt, die GDL, die Lokführer der GDL wollen mehr oder will Klaus Wieselski mehr? Ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr Zug fährt, ob ihr mit dem Fernbus fährt oder generell sagt, naja, ich würde dann doch lieber gerne mit dem Fernbus fahren. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich gerne darüber freuen. Auch per E-Mail geht das Ganze selbstverständlich an derchotv@gmx.de. Da habe ich auch keine... da ist auch natürlich eine Möglichkeit. Und eventuellerweise, wenn der 8. Streik der GDL kommt, kann man das dann nochmal vielleicht mal als Meinungsäußerung dann natürlich nehmen. So viel dann auch dazu. Und ich sehe, wir sind über der regulären Zeit natürlich noch nicht weg. Knapp eine Viertelstunde sind wir durch. Und das war es auch schon von Thema. Heute ein kurzes Thema, muss man natürlich auch so sagen. Aber es gibt nächste Woche Donnerstag natürlich auch wieder ein Decho-TV-Thema. Morgen Update, Medien selbstverständlich. Und natürlich auch, jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken, auch am Wochenende wie gewohnt die Update-Sendungen. Ich hoffe, man konnte mich hören. Das ist hier so provisorisch, weil ich einen Pullover anhabe. Ausnahmsweise mal ein Pullover. Aber ich hoffe, man konnte mich hören. Das war's von Thema. Heute mal recht kurz, maximalste Zeit eigentlich 15 Minuten. Aber ich hoffe, dass ihr seid wenigstens jetzt ein bisschen schlauer geworden mit dieser ganzen Sache. Und ich hoffe, ihr könnt dann natürlich jetzt ein bisschen mehr darüber reden. Und ihr wisst ganz genau, dass die GDL nicht nur mehr Geld haben will, sondern auch mehr Macht. Ja, so ungefähr. Kotzt mich auch ein bisschen an, aber was soll's. Im Moment fahre ich keine Bahn. Aber trotzdem kann ich ein bisschen mit ein paar Pendlern leiden. Das war's vom Thema. Morgen Update Politik, wie schon gesagt. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.